kommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen heim. Und mein Gast heute ist der Gerhard Pfister, Präsident der Mitte Nationalrat Zug. Willkommen wieder einmal. Danke für dich. Jetzt gibt es einen Wein aus der Schweiz. Wir haben einen Weinsponsor. Das ist ein Basler Önolog, der aus Trauben, aus Graubünden und oder einem Wallis gute Sachen macht. Es ist ein hundertprozentiger Pinot Noir aus Jenins. Benannt nach der Familie Aspermont, der Burgruine oben dran. Ist zum Wohl. Sehr zum Wohl. Fein, er tut sehr fein, sehr fein. Das Spezielle ist, er tut nach der Pressung noch in die Reste von einem anderen Wein, Gamare. Und das Verfahren, so ein bisschen wie in Italien, Ripasso-Verfahren im Valpolicella, und das gibt ihm noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Kraft, und die Kraft, die nehmen wir gerade mit. Wir müssen über Credit Suisse reden und dann noch über das Klimaschutzgesetz. Und wir fangen an mit der Credit Suisse, weil wenn ich sie hier habe, nimmt mich Wunder, wie das war, wo sie das erste Mal irgendwie gehört haben, vielleicht auf dem Latrinenweg, da kommt etwas Mitte März, richtig der 19., 20. März. Was ist Ihnen vorgegangen, wenn die stolzeste Bank von diesem Land zu Boden geht? Ja, ich habe da nicht so einen wahnsinnig sentimentalen Blick auf die CSK, wie das offensichtlich andere hatten. Ich bin ja nicht in Zürich aufgewachsen. Und von dort her... Und nicht freisinnig. Und nicht freisinnig. und insofern habe ich es am Schluss dann eigentlich eine gewisse ironische Pointe gefunden, dass die Bank von Alfred Escher gerettet worden ist durch einen Verwaltungsratspräsident von einer anderen Bank, wo ein irischer Katholik ist, also, und wo auch schon auf Santiago de Compostela pilgert ist, habe ich gefunden, da hat sich vielleicht der Alfred Escher noch einmal im Grab umgedreht, wenn er es nicht schon gemacht hätte, wegen der Leistungen vom Management von den letzten Jahrzehnten. Nein, ernsthaft, ich glaube, was für mich unverständlich ist, dass man der Politik gesagt hat, wenn er es so reguliert, nach dem Problem mit der UBS, wenn er too big to fail so beschlüsst, dann schließt man den Fall aus. Und dann ist das Regelwerk in Kraft gesetzt. Und der Bundesrat, die SNB und FINMA erwägen nur kurz oder vielleicht auch überhaupt nicht, das weiß man gar nicht, das too big to fail Gesetz anzuwenden, sondern machen etwas, wo aus meiner Sicht offensichtlich nötig war, wenn man diesen Verlautbarungen folgen will, aber wo es jetzt eigentlich schon noch mehr Fragen gibt als Antworten. Also das ist das Verrückte. Ich bin da auch gewesen. Ich meine, man hat die verschiedenen Gesetze verschärft und es ist, wie Sie es gesagt haben, die Message war immer gewesen, wenn ihr das macht, sind wir safe, wir als Staat, als Schweiz. Es ist alles organisiert. Mhm. Heute, wir nehmen die Sendung am Mittwoch auf, ein interessanter Bericht von der FINMA, wo sie sozusagen wie im Nachhinein sagt, dass auch das bei der Credit Suisse, dass das in Ordnung war. Sie haben sich auch ein bisschen lustig gemacht über das. Ich meine, es ist noch verrückt, dass man das immer noch so behaupten kann, obwohl man jetzt ja weiss, es hat nicht geklappt. Ja, also vor allem nachdem FINMA selber das Vorgehen, das jetzt gewählt worden ist, offensichtlich unterstützt hat und auch gesagt hat, in Anbetracht der Lage. Und jetzt kommen sie ein paar Wochen später und sagen, nach unseren Kriterien wäre too big to fail, hätte man das können machen. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, warum haben das denn nicht gemacht, wenn er nicht einmal im Nachhinein jetzt müssen zugeben, dass es eine Illusion gewesen ist. Oder? Also da kommen ein paar Fragen auf die Aufsicht zu, da kommen auch ein paar Fragen auf die Nationalbank zu und insbesondere auf den Bundesrat. Oder? Weil es stellt sich schon die Frage, warum hat man im Herbst 2022, wo man durchaus auch schon in den Zeitungen hat können lesen, dass es eine schwierige Situation ist für die CS, warum hat man dort nichts gemacht, sondern hat gesagt, man wartet und schaut zu. Und warum pressiert es dann am Schluss innerhalb von zwei Arbeitstagen und einem Wochenende? Mhm. Das sind schon Fragen, die man sich stellen muss. Mhm. Ist immer wieder die gleiche Frage bei vielen Themen. Wie tut denn das Parlament die Fragen erarbeiten? Irgendwie, das Parlament tut immer ein bisschen im Bundesrat und der Verwaltung hinten rein rennen und so Fragen stellen und dann Jahre später, wenn überhaupt, gibt es eine Antwort? Ja, in dem Fall muss man schon sagen, kann man auch nicht das Parlament von seiner Verantwortung rausnehmen. Mhm. Also, ich bin dabei gewesen, wo man die UBS hat müssen retten und wo man dann Gesetz beschlossen hat. Ich bin damals überzeugt gewesen, auch aufgrund von der Einschätzung von Bundesrat und vor allen Experten, das ist richtig.
Und jetzt stelle ich fest, das war nicht richtig. Also es hat nicht gewirkt. Und jetzt kann man ja nicht sagen, wir haben selber keinen Fehler gemacht. Offensichtlich hat das Parlament Fehler gemacht. Aber das Parlament kommt natürlich aufgrund von seiner Rolle in Krisenmomenten nicht als erstes zum Zug. Die Aufgabe des Parlaments ist, Gesetze zu machen, den regulatorischen Rahmen zu setzen. Der Vollzug und die Umsetzung und das Handeln ist natürlich eine klassische Exekutivaufgabe. Insbesondere dann, wenn die Exekutive beschließt, Notrecht anzuwenden. Das ist ein bisschen unbefriedigend für einen Parlamentarier, der meint, er müsse jetzt noch selber eine Bank retten. Aber ist von den Institutionen her gegeben und ist auch in dem Sinne nicht problematisch. Aber eine gewisse Unzufriedenheit besteht natürlich jetzt. Vor allem, weil auch in der Kommunikation vom Bundesrat, SNB und FINMA sehr vieles unklar ist. Gehen wir noch zur Bank. Sie haben das vorher erwähnt, die Managementfehler. Was ist Ihrer Meinung nach wirklich der Kern von diesen Problemen, wo zu dem, ja, wo zum Abschmelzen von Kundengeldern zum letzten zum Bankrun geführt haben? Was ist schiefgelaufen? Aus der Aussensicht ist der Kern in einem Paradox gewesen. Und zwar in einem Paradox, dass CS seinerzeit, wo die Bankenkrise war, 2008, dass CS dort keine Staatshilfe gebraucht hat. Ja, da hat man gesagt, die ist die gute Bank. Richtig, oder? Bei der UBS, die damals ein Problem hatte, ist nachher ein glaubwürdiger, hat meines Erachtens ein glaubwürdiger Kulturwandel stattgefunden. Die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie nie mehr in die Situation möchten kommen. Und es hat einen Kulturwandel auch im Management offenbar eingesetzt. Man hat sich von den Risiken eher zurückgezogen. Und bei der CS habe ich immer den Eindruck gehabt, sie haben immer können argumentieren, wir haben noch nie Staatshilfe gebraucht, wir haben uns immer können selber helfen. Was bei denen, die Kapital eingeschossen haben, auch nicht ganz richtig ist. Also Saudi-Arabien ist jetzt nicht ein privater Unternehmer, das ist auch ein Staat, der eine Staatshilfe geleistet hat, einfach nicht die Schweiz. Aber man hat nie den Eindruck bekommen, dass im Management von der CS der Kulturwandel stattfindet, dass man sich wirklich glaubwürdig eine neue Strategie, eine weniger risikoreiche Strategie zulegt. Oder? Mhm. Und letztendlich ist das vermutlich dann am Anfang vom Ende gewesen. Das Paradox, dass sie eigentlich keine Staatshilfe gebraucht hat. Aber das heisst ja dann, Klaus Wellershoff hat das, der ehemalige UBS-Chefökonom, in der Arena hat er gesagt, Bankenkrise können wir nicht wegregulieren. Oder dann heisst das ja einfach, es hängt von der Kultur ab, von der Art und Weise, wie eine Bank denkt. Heisst das, wir müssen immer in Zukunft wieder damit leben, dass noch mehr und weitere so Krisen kommen? Das ist ja dann das Erschütternde, oder? Ja. Also wenn das stimmt, und ich bin noch nicht so sicher, ob es wirklich stimmt. Okay. Ich glaube, es gäbe die schon. Meines Erachtens gibt es schon Möglichkeiten, wie man den Banken ein Korsett anlegt, dass sie nicht mehr vom Staat müssen gerettet werden. Aber wenn man das Korsett nicht will anlegen, dann muss man den Umkehrschluss ziehen. Und der Herr Wellershoff will natürlich, dass man nicht viel macht. Der Herr Wellershoff hat lange gutes Geld verdient bei der UBS und ist auch jetzt noch ein grosser Anwalt von der Grossbanken. Und die wollen natürlich, dass sie eigentlich so weiter können machen wie bisher und dann sich darauf verlassen, dass sie faktisch eine Staatsgarantie haben. Oder? Mhm. Das, was der Wellershoff heisst eigentlich, eine grosse Bank hat im Gegensatz zu ganz, ganz anderen und der Mehrheit von Unternehmen eine faktische Staatsgarantie. Sie können eigentlich machen, was sie wollen, weil so alle 10, 12 Jahre wird sie den Staat müssen retten. Und das ist letztendlich etwas, was er so kann sehen. Wo ich aber als Politiker würde sagen, wenn ich mich verantwortlich fühle für den Umgang mit Steuergeldern, dann ist es meine Aufgabe, das zu verhindern und das eben auch zu ändern. Ist das nicht auch der Unmut, der in dieser außerordentlichen Session zum Ausdruck gekommen ist? In allen Parteien, am Schluss hat es auch Mitte ja gesagt, aber ihr seid ja auch nicht zufrieden gewesen, oder? Dass man wie? Man weiss im Moment nicht richtig, was machen. Ja, das kann schon sein, oder? Also, dass man der Unmut besteht, mindestens was meine Partei anbelangt, tatsächlich darin, dass man ein Gesetz hat, wo man gesagt hat, wir wollen genau das verhindern und es trifft genau wieder ein.
Und sind praktisch wieder die gleichen Argumentationen auch vom Bundesrat wieder vorgezogen worden wie vor eben wie 2008. Und das ist unbefriedigend. Mhm. Oder? Und ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Parlament, aber ich möchte es jetzt nicht ein drittes Mal noch erleben. Und von dort her muss auch der Bundesrat, muss ein FINMA, muss ein SNB schon zur Erkenntnis kommen, dass vermutlich, wenn sich jetzt das Parlament nicht zusammenrauft, dann weiss ich auch nicht. Oder? Mhm. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt wirklich Mehrheiten schaffen müssen, dass wir in diesem Fall verhindern müssen. Für was? Was? Ich meine, Sie haben mal, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung gesagt, Eigenmittel, mehr Eigenmittel, 20%, glaube ich, oder? Ja. Das ist immer noch. Das ist nach wie vor ist nicht eine persönliche Meinung, wo ich mir einfach so. Mhm. Aber sämtliche, viele Experten, vor allem unabhängige Experten, sagen, hartes Eigenkapital, die Eigenkapitalquote muss erhöht werden, weil es gibt in dem System mit dem Eigenkapital gibt's einen falschen Anreiz. Oder? Je tiefer das Eigenkapital ist, umso leichter ist es, eine höhere Eigenkapitalrendite zu machen. Mhm. Das ist wieder der Anreiz zum Auszahlen von Boni. Und das sind völlig falsche Anreize. Mhm. Das heisst, man nimmt dort die Risiken auf sich, die man offensichtlich nicht kann managen. Mhm. Und von dort her finde ich, wenn ein Unternehmen beschließt, Risiken zu nehmen, dann muss es zeigen, dass es die Risiken bis zum Schluss auch selber kann handeln kann. Mhm. Dass nicht fremdes Geld gebraucht wird, vor allem nicht Steuergeld verbraucht wird. Und das scheint mir der Fall, nur dann der Fall zu sein, wenn die Eigenkapitalquote massiv erhöht wird. Mhm. Und zwar das harte Eigenkapital. Es gibt also nicht irgendwelche Pflichtmandelanleihen und so? Nein, weil dort fängt ja dann die Unschärfe wieder an. Selbst der NZZ geht ja zu, dass die gewichtete Eigenkapitalquote eigentlich viel zu fest den Banken den Spielraum überlässt, wie sie es wollen gewichten. Mhm. Und das ist offensichtlich nicht tauglich und darum muss man über eine Erhöhung von der harten Eigenkapitalquote meines Erachtens tatsächlich reden. Wenn man mir sagt, ja, das haben die Linken schon immer gesagt, dann muss ich sagen, ja gut, also das Gesetz, das wir gemacht haben, haben die Bürgerlichen gemacht, hat nicht funktioniert. Jetzt können wir ja nicht sagen, wir haben keinen Fehler gemacht und nur die Linken, sondern das ist unser Fehler und dann müssen wir ihn selber korrigieren. Jetzt gibt es Experten, die sagen, ja, aber wenn die mehr Eigenkapital müssen haben, dann müssen sie zum gleich viel Geld verdienen, riskantere Geschäfte machen. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wäre wieder ein falscher Anreiz, mit nochmal einem falschen Anreiz. Ja, ich stelle jetzt einfach fest, oder? Man argumentiert jetzt gerade so, wie wir es sind. Es gibt auch andere Experten, die sagen, es gibt viel zu viele verschiedene Experten. Wir sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Genau, oder? Das ist auch ein Argument. Natürlich, das wäre dann ein Widerspruch zu dem Argument, das Sie vorher gewähnt haben. Ich glaube, wir müssen die Sache anschauen. Es hat noch keine einzige Bank müssen geredet. Man soll mir mal eine Bank nennen, weltweit, die mit 20% härtem Eigenkapital jemals hat müssen gerettet werden. Dann bin ich bereit, das anzuschauen, dann bin ich bereit, darüber zu diskutieren. Aber die Diskussion, und da warne ich, wäre ich schon froh, oder, wenn die Lobbyisten und die Bankenvertreter sich jetzt wirklich ein bisschen zurückhalten. Mhm. Einfach zu meinen, wir können jetzt so weitergeschirren wie bisher. Und wir müssen der Politik sogar noch verbieten, über die Themen überhaupt zu reden. Das ist aus meiner Sicht keine gute Idee. Hat es die Versuche gegeben, dass man es verbieten soll, oder? Nein, es gibt sie. Natürlich ist es im Interesse von der Banken, von den grossen Banken, dass sie eigentlich alles schon mal präventiv ein bisschen abwehren. Da gibt es viele Mittel. Man redet mit Journalisten, man macht eine Idee, die jemand hat, schon von vornherein unmöglich und so weiter. Aber das ist auch politisch Geschäft. Ich bin einfach überzeugt, wenn die Glaubwürdigkeit von der Bankenbranche nicht weiter will leiden, dann wäre in dem Bereich, wie in anderen Bereichen vielleicht im Moment, eine gewisse Zurückhaltung schon vonnöten. Mhm. Also, ich glaube, Bankenvertreter haben uns jetzt 20 Jahre lang erklärt, was man machen müssen, damit die Banken safe sind. Jetzt sollten wir vielleicht auch mal andere Ratschläge mal anschauen. Ist nicht auch der tiefer liegende Grund, dass wir unglaubliche Geldexpansion haben, dass Geld irgendwo hin, dann natürlich auch in risikoreiche Anlagen geht, in irgendwelche Hedgefonds, in irgendwelche grosse Investitionsbanken und so weiter. Also, dass wir letztlich eine Entwicklung haben in der Geldmenge, wo letztlich risikoreiches Geschäft beführen tut. Ja, billiges Geld fördert risikoreiches Geschäft, weil es dann vermeintlich weniger Risiken gibt oder weil man einfach mehr in die Volumen tun. Alles unbestritten, das kann man machen, wenn es eigene Geld ist. Mhm. Oder wenn es Geld ist von den Kunden, wo die Kunden wissen,
das geht jetzt in die und die Risiken hinein. Oder? Mhm. Das ist nichts dagegen, wenn jemand mit dem eigenen Geld höhere Risiken eingeht. Das Problem ist, sobald es dann zu einer Staatsrettung kommt oder zu einer faktischen Staatsgarantie, mhm. muss sich so eine Bank erlauben, dass dann der Regulator mhm. halt auch sagt, wie er es haben möchte. Und das ist die unangenehme Botschaft. Ja. Noch ein paar andere Ideen sind rum gewesen. Das Trennbankensystem ist im Ständerat nur ganz knapp gescheitert, wegen zwei Sozialdemokraten, die dagegen gewesen sind. Ihre Haltung dazu? Also, dass man wirklich, muss vielleicht für die Zuschauer sagen, Investmentbanking trennen vom restlichen, in Anführungszeichen, normale Bankgeschäft? Persönlich habe ich schon die Auffassung, man sollte zuerst schauen, ob nicht das Eigenkapital könnte erhöht werden. Aber ich verschließe mich im Moment keiner Idee. Ich kann jetzt nicht sagen, das Trennbankensystem ist schlecht. Weil nachdem wir jetzt schon wieder politischerseits müssen feststellen, es hat nicht funktioniert, kann man jetzt nicht wieder sagen, keine Idee oder irgendeine bestimmte Idee soll man nicht anschauen. Man muss es anschauen, man muss es durchdenken, man muss schauen, was hat das für Konsequenzen. Genauso wie mein Kapital. Persönlich bin ich für jede Idee offen, wo angetragen wird und das Anliegen hat, dass man das, was jetzt passiert ist, nicht mehr ein drittes Mal will erleben. Und insofern bin ich habe eine Skepsis. Ich bin wirklich skeptisch, ob das wirklich die Risiken von einer Bank wirklich kann handeln kann. Aber wenn man mir das glaubwürdig machen kann und wenn eine Mehrheit zum Parlament wirklich zum Schluss kommt, das ist ein Mittel. Ich bin da offen. Mhm. Ja. Auch das Verbot von grossen Banken, wie es die SVP fordert? Ja, es heisst, ist ja dann die Frage, was heisst gross? Was ist eine grosse Bank? Wir müssen ja auch sehen, wir haben nach wie vor einen hervorragenden Wirtschaftsplatz und einen international sehr stark vernetzten und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsplatz. Und der braucht Banken, die in dieser Weltliga können spielen und die Anliegen, die grossen Firmen haben, auch können erfüllen. Also von dort her ist die Grösse, hat die, wenn man sagt, wir wollen jetzt das einfach nicht mehr, hat das vermutlich schon auch Konsequenzen, dass das Auslandgeschäft der grossen Schweizer Unternehmen entweder nicht mehr in der Schweiz gemacht werden kann oder von ausländischen Banken in der Schweiz gemacht werden. Das ist dann kopfdurchgesprungen. Jetzt noch zu dieser außerordentlichen Session. Wir haben alle ein bisschen gerinset im Medienzentrum, weil SVP und SP sind am Schluss gegen die Kritik im Nationalrat, weil man ihnen gesagt hat, es passiert nichts. Und dann kommt aus, ja eigentlich, wenn man die Materialien von dem Gesetz von 2011 anschaut, ist das ja nicht so gedacht gewesen, dass man da einfach Ja oder Nein sagen kann und nichts passiert. Das ist schon noch, ich bin ein bisschen peinlich berührt gewesen, ehrlich gesagt. Ja, ist sicher keine Sternstunde gewesen vom Parlament. Und wenn ich jetzt würde sagen, ich habe das schon von Anfang an anders gesehen, dann würde ich auch lügen. Oder? Hey, wir sind uns einig da oben, dass nichts passiert. Persönlich bin ich, also ich bin dabei gewesen, wo wir im Nachgang zur UBS den Mekano gemacht hat, wie soll das Parlament bei Notrechtsbeschlüssen, bei Beschlüssen von der Findel, wie soll es vorgehen? Und dort hat man gesagt, wir brauchen eine außerordentliche Session. Und die Meinung war damals natürlich schon, dass eine außerordentliche Session eben so kurz nach dem Entscheid kann angesetzt werden, dass man dann wirklich noch das Parlament entscheidet. Oder? Was man damals auch nicht beachtet hat, ist, dass es eben Situationen gibt, wo sie am Sonntag müssen etwas entscheiden müssen und am Montag muss das gelten, weil dann die Börsen aufgehen. Oder? Und das muss man anerkennen. Ich glaube, man muss wirklich auch anerkennen, es wird wohl nicht eine parlamentarische Prozedur geben, die immer für alle Fälle immer wird funktionieren. Das ist das eine. Aber dass ein Parlaments-Nein einfach nur eine Rüge soll sein, da bin ich schon auch der Meinung, da sind die Events, die jetzt aufgebracht werden, die muss man ernst nehmen. Man muss das wirklich anschauen. Und meine Partei hat auch aus dem Grund dem Kredit oder der Vorlage zugestimmt, weil sie einfach wirklich gesagt hat, es mag sein, dass es vielleicht keine Wirkung hat, aber wenn es eine Wirkung hat, hat es vermutlich keine positive Wirkung, nämlich eine Verunsicherung. Mhm. Und die haben wir jetzt. Oder? Also von dort her ist es eine unbefriedigende Situation für das Parlament. Das ist es, wenn man das im Nachhinein muss beurteilen muss. Aber
auch das muss man aus meiner Sicht wirklich genau abklären und muss, wenn das muss vermeiden, dass das nächstes Mal dann einfach so unklar ist und dass die Fragen nachher kommen. Oder? Und wenn die UBS die 9 Milliarden braucht, soll man sie überweisen oder nicht? Ja, dort stellt sich dann halt schon die Frage. Also ja. Aus meiner Sicht glaube ich, die 100 Milliarden, natürlich, die sind klar, aber die 9 Milliarden, die sind aus meiner Sicht tatsächlich erst dann fix, wenn der Vertrag auch unterschrieben ist. Das ist schon nicht. Das Parlament hat jetzt in seiner Mehrheit Nein gesagt. Und das muss man sicher berücksichtigen. Mhm. Oder? Aber ich erinnere daran, man hat doch auch seitens UBS, oder wir haben alle immer gesagt, die CS, die es da übernommen haben, die hat, glaube ich, noch 41 Milliarden Eigenkapital. Oder? Und wenn ein UBS davon überzeugt ist, dass so viel Eigenkapital wird, das ist eine höhere Quote. Oder? Mhm. Warum brauchen sie dann noch 9 Milliarden, muss man dann auch fragen. Oder? Mhm. Aber ich glaube, man muss jetzt halt auch der UBS sagen, wenn das Finanzdepartement zuerst der Meinung war, ein Nein vom Parlament spiele keine Rolle, und jetzt die Fragen aber auftauchen, dann muss auch ein UBS anerkennen, dass die Fragen halt im Raum stehen und man muss sie klären. Also gibt es den besten Fall, dass sie es nicht brauchen, und den zweitbesten, dass sie es brauchen, dann müssen wir eigentlich super... Man muss ja auch anerkennen, die ersten 5 Milliarden steht UBS im Risiko. Genau. Das heisst, die 9 Milliarden von den Steuergeldern, die kommen erst nach diesen 5 Milliarden. Und da davon gehe ich dann schon aus, dass dann vielleicht schon noch, dass die UBS das vielleicht schon noch eine Woche vorher anmeldet, wenn sie dann plötzlich die 9 Milliarden oder noch ein bisschen mehr als eine Woche vielleicht. Wäre noch besser, wenn sie einen Monat vorher kämpft, weil dann hätte man auch Zeit, das im Parlament dann anzulassen. Jetzt reden wir noch über das Klimaschutzgesetz, wo wir im Juni abstimmen. Die Mitte befürwortet das Gesetz. Ich habe schon öppe da auch diskutiert darüber, weil ich finde es ein interessantes Gesetz, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, auch staatspolitisch, oder man ist im Umwelt- und Klimabereich mit allem Konkreten gescheitert. Und jetzt kommt man einfach mit dem Ziel. Zwei kleine Massnahmen noch drin im Gesetz. Also eine Subvention für Technologie und eine Subvention für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen für Wärmepumpen. Das ist ein bisschen vom Vorgehen her staatspolitisch unschön, oder? Weil wir alle wissen, es braucht viel mehr Massnahmen, um die Ziele zu erreichen, als die zwei. Ja, aber man muss auch feststellen, dass das, was man bis jetzt vorgeschlagen hat, vom Volk auch abgelehnt worden ist. Und das ist Politik, dass man dann am Ziel, wenn man das Ziel richtig findet, und das finden wir, vermutlich finden das sogar die meisten, dass man CO2-Neutralität bis 2050 könnte anbringen, dass man dann halt kleinere Schritte macht. Das ist so unbefriedigend, aber gerade weil es ja dann angeblich kleine Schritte sind, könnte man sich ja seitens SVP überlegen, ob es der Aufwand wert ist, auch schon die kleinen Schritte zu bekämpfen. Ich glaube einfach, wenn das Gesetz abgelehnt wird, ist das wieder ein Rückschritt im Bemühen von der Schweiz, ihren Beitrag zu leisten zur Erreichung der Klimaziele von Paris, wo aus meiner Sicht absolut notwendig sind. Jetzt, Kampagne ist so angelaufen, oder wir schützen, was wichtig ist, ist der Slogan der Befürworter, wo man sieht einen Gletscher und ja, da fragt man sich halt, retten wir mit dem Gesetz Gletscher? Nein, aber sie zahlen ja hoffentlich auch Steuern, oder? Bei allem Respekt vor den guten Löhnen, die der Nebelspalter zahlt, ihren Beitrag als Steuersubstrat von der ganzen Schweiz ist bescheiden. Mhm. Trotzdem sagen sie ja nicht, ich zahle keine Steuern, weil auf meinen wenigen Betrag kommt es nicht davon. Und genauso ist es auch bei der Klimapolitik. Es geht nicht darum, dass man sagt, ob jetzt unser Beitrag matchentscheidend ist, sondern dass wir unseren Beitrag leisten, dort, wo wir müssen und dort, wo wir können. Und insofern ist mir auch bewusst, dass das nicht wird die Welt retten, aber es ist ein wichtiges Commitment von einem Land, wo sich zu diesem Ziel bekennt. Und wenn wir uns da aushängen, dann haben andere Länder noch erst recht den Ausweg, sich auszugehen. Die Kampagne sagt auch, wir hätten mehr Energie. Mehr Energie, mehr Schweiz, mehr Sicherheit. Also das ist... Ja, Man muss es vereinfachen, aber letztendlich geht es natürlich schon darum, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen müssen. Das ist auch das Kernelement von dieser Vorlage. Das sind auch die Massnahmen, die in diese Richtung gehen. Und dass wir mehr Energie brauchen, das ist auch unbestritten, aber dass wir weniger fossil produzierte Energie brauchen, ist
auch mit dem Gesetz durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht der alleinselig machende und schon gar nicht der ausreichende. Unbestritten, dass ein Ausbau der Erneuerbaren in der Schweiz zu wenig schnell geht und dass man dort forcieren muss. Unbestritten, ja. Ja, und jetzt aber sagen Martin Bäumle, Roger Nordmann, ja, man werde aber in Zukunft für den Strom 10% Wärmekraft-Koppelungsanlagen brauchen. Das ist fossil, Gas und Öl. Ja, ich meine, sogar die gehen in die andere Richtung. Mehr fossil, mehr. Ja. Zum Versorgungssicherheit sicherstellen, muss man sagen. Oder? Ja, Politik hat aus meiner Sicht auch da einen Fehler gemacht, indem sie nach dem Grundsatzentscheid, was das Volk uns gesagt hat, wir steigen zur Kernenergie aus. Nach dem Grundsatzentscheid hat Politik es verpasst, wirklich auch dem Volk Massnahmen vorzulegen, wie man denn das wirklich will machen. Zu lang nicht genug gegangen. Und jetzt ist evident, dass wir gewisse Lücken werden haben und dass wir die halt mit Alternativen müssen füllen, die auch nicht sinnvoll sind, die auch nicht toll sind. Aber ich finde, es gehört auch zur Ehrlichkeit von der Politik, dass man sagt, es gibt in dieser Frage keine einfache Lösung. Mhm. Der Zubau oder der Neubau von Kernkraftwerken würde höchstens in etwa 20 Jahren mal greifbar werden. Insofern ist das keine Alternative, um die bestehende Versorgungslücke zu überbrücken. Ja, ist einfach verrückt. Oder? In Europa, in Deutschland stellt man AKWs ab, durch Kohlenauffahren. China hat noch nie so viel Kohlekraftwerke bewilligt wie letztes Jahr. Insgesamt Energiemix weltweit 55% Kohle, 28% Öl. Es ist wahnsinnig. Und wir redet über die paar Gas- und Ölheizungen, wo sie wesentlich in linksgrünen Städten gibt, oder wo sie irgendwo angeschlossen sind. Ja, das ist das, was wir machen müssen. Und der Unterschied zu Deutschland, zu der Politik von Deutschland, besteht gerade darin, dass die Schweiz beschlossen hat, die bestehenden Kernkraftwerke so lange zu laufen lassen, dass sie für sicher gehen, dass es betriebswirtschaftlich sinnvoll macht. Das ist dann schon noch ein ganz gewaltiger Unterschied zu dieser Politik, ja, wo Deutschland macht, die ich auch falsch finde. Aber wir müssen für das verantwortlich sein und für das einstehen, was wir können verantworten. Und von dort her ist der Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ein Schritt in die richtige Richtung, aber ist noch nicht der letzte. Mhm. Genau, es müssen mehr Massnahmen kommen. Jetzt Kampagne für das Gesetz sagt auch, eben ohne Verbote, ohne Steuern. Und auch dort, wir wissen doch genau, wenn man das Ziel erreichen will, dann wird es Verbot brauchen und es wird Steuern brauchen. Das sagt auch Linksgrün ganz offen. Zuerst einmal geht es um diese Vorlage. Ja. Und diese Vorlage ist eine Vorlage, die ohne Verbot und ohne Steuern auskommt. Und insofern ist das schon auch sachlich angemessen. Vermutlich angemessener als das, was die Gegenseite sagt, sich einfach ein Stromfressergesetz. Also, das gehört zu den Grobheiten oder Grobschnitzigkeiten von einem Abstimmungskampf. Letztendlich, die Vorlage kommt ohne Steuern und ohne Verbot aus. Mhm. Und darum muss man sie unterstützen und kann man sie unterstützen. Ob es mittel- und langfristig ohne eine wirkliche Bepreisung von dem CO2 geht, und eine wirkliche andere Klimapolitik, das lasse ich durchaus offen. Mhm. Persönlich bin ich durchaus der Meinung, habe auch schon Vorstöße in die Richtung gemacht, die sagen, warum geht man das Problem nicht dort an, wo es ist, nämlich dass der Verbrauch von CO2 eine realistische Bepreisung braucht. Mhm. Und dann hat man das grosse Problem, wo man muss angehen und müsste angehen, dass man dann natürlich die Schweiz nicht Wettbewerbsnachteil kann verschaffen kann. Man muss Grenzausgleichmaßnahmen machen. Aber letztendlich ist die Wurzel, oder? Wenn wir überzeugte Anhänger sind von einer sozialen Marktwirtschaft, müssen wir sich sagen, das Grundproblem ist, dass der Verbrauch von CO2 falsch bepreist ist. Ja, es ist ja nicht so kompliziert. Ich meine, dass der William Nordhaus, der für das den Nobelpreis bekommt, dem sein Papier ist 16 Seiten und ich bin nicht Ökonom. Und klar, in den Details ist dann noch der Teufel, aber man kommt raus, was er will, so wie sie es vorher geschildert haben. Ja. Und manchmal frage ich mich, warum man auf bürgerlicher Seite, also eben die SVP will vermutlich das auch nicht, oder? Aber in der Mitte und in der FDP müssen wir doch irgendwo durch können,
einen Modus wie Wendig finden, wie man das einführt. Aber man überlässt es dann wieder links-grün. Ja, und da habe ich selber durchaus auch den Ansatz. Also ich habe eine parlamentarische Initiative eingereicht, über die Richtung. Okay, die habe ich nicht gesehen. Sagt, versuchen wir es ist doch die noch mal. Hängig? Oder ist die ist noch hängig. Wieso vieles? Ja, die zuständige Kommission wartet jetzt mehr als ein Jahr, bis sie mich überhaupt mal einlädt. Was auch ein Zeichen ist. Oder? Ja. Aber ich glaube, wir kommen dort halt auch ein bisschen vielleicht an Grenzen von der direkten Demokratie. Damit in einer direkten Demokratie Vorlagen mehrheitsfähig bleiben, damit das Volk auch zustimmen kann, können sie in aller Regel nicht mit der reinen Lehre rein, sondern sie müssen schauen, dass verschiedene Anspruchsgruppen auch bedient werden. Und dann haben sie eine Mehrheit. Das ist der Nachteil von der direkten Demokratie. Letztendlich hat sie 20 Mal mehr Vorteile als Nachteil. Gehört zum System. Aber dass man sich grundsätzlich eigentlich nach neuen Ansätzen in der Umweltpolitik, in der CO2-Politik mal wieder umsehen, glaube ich, wäre eben gerade aus der Mitte, vielleicht auch FDP, wäre das schon mal nötig. Mhm. Oder? Weil marktwirtschaftliche Anreize sind nach wie vor sehr, sehr starke Anreize. Mhm. Sie funktionieren halt auch. Sie funktionieren und sie brauchen in gewissen Dingen auch einen sozialen Ausgleich. Man muss schauen, es kann nicht jeder alles nach der reinen Lehre von der freien Marktwirtschaft funktionieren. Aber die soziale Marktwirtschaft ist letztendlich das Modell, wo Europa auch den Wohlstand gebracht hat. Und von dem sollten wir auch nicht weggehen. Dann hoffe ich, dass die Kommission bald die parlamentarische Initiative bespricht. Und ich hoffe, dass es nicht ein Jahr geht, bis wir uns wieder sehen. Merci vielmals fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, bis dann zum Wohl. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, empfehlt es weiterempfehlen, es verlinken, allen erzählen, davon schwärmen, was ihr alles da gehört habt. Ich wünsche allen eine gute Zeit und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.